Großeinsatz für die Feuerwehren aus Werdau und Umgebung. Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Montagnachmittag im Parkquellenweg in Leubnitz zum Brand eines Einfamilienhauses. Wir wissen nur vom Hauseigentümer, dass der Brand im Außenbereich losgegangen ist am Haus und sofort aufs Dach übergegriffen hat, aufs Holz. Es ist ein reines Holzhaus und dadurch bei der Trockenheit sehr, sehr geringe Chance, dass man das Feuer schnell hält. Und man sieht es an den Auswirkungen innerhalb kürzester Zeit bis in den Dachbereich. Durchgebrannt, das Dach ist raus. Wir versuchen jetzt von innen im Innenangriff noch eine Restablöschung durchzuführen. Und alles andere müssen wir später noch klären. Bei dem Feuer wurde der Dachstuhl des Holzhauses komplett zerstört. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Das Gebäude ist allerdings nicht mehr bewohnbar. Schwierig für die Feuerwehr war die Heranführung von Löschwasser. Es ist bekannt, dass in dem Wohngebiet Leubnitz-Forst mit der Löschwasserversorgung Probleme herrschen. Und dadurch musste über lange Wegstrecke einmal aus Richtung des Leubnitzer Bades bzw. aus der Langbernsdorfer Straße die Löschwasserversorgung aufgebaut werden. Die Besitzer kamen zwischenzeitlich bei Nachbarn unter. Der Sachschaden konnte vor Ort noch nicht beziffert werden. Er dürfte sich nach ersten Schätzungen jedoch im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Feuerwehr war mit 40 Kameraden aus Leubnitz, Werdau und Steinpleis vor Ort. Für die Kameraden mit voller Ausrüstung und bei tropischen Temperaturen war das kein einfacher Einsatz. Man bewältigt das in dem Moment, dass man so viel Adrenalin im Körper hat, dass man es gar nicht merkt. Wenn wir dann etwas zur Ruhe kommen, dann merken wir es. Das Wasser läuft uns hinten und vorne überall, wie bei jedem hier. Wir versuchen so schonend wie möglich mit unseren Kräften umzugehen. Mehr können wir bei diesen Temperaturen nicht tun. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.